Herr Präsident, ich muss mich entschuldigen, ich habe vorhin im Eifer der Debatte vergessen, Sie angemessen zu begrüßen. Ich hole das hiermit ausdrücklich nach. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich sind wir auch dafür, dass Haushaltsmittel transparent und demokratisch legitimiert vergeben werden. Mir ist bisher eigentlich nicht aufgefallen, dass das in grober Weise verletzt worden ist in den letzten 4 Jahren, dieses Prinzip. Möglicherweise habe ich da was übersehen. Deswegen muss ich noch mal genau hingucken, denn offensichtlich gibt es ja eine dringende Notwendigkeit. Die Tatsache, dass im Land Bremen Haushaltsmittel legitim und transparent vergeben werden, noch mal deutlich zu betonen und das mit einem wichtigen Beschluss heute hier für nach innen und außen zu dokumentieren. Wir wollen uns natürlich diesem historischen Ereignis keinesfalls verwehren. Deswegen werden wir diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat das